Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg zockt. So, unsere Warenlinie scheint jetzt zu funktionieren, der macht sich gerade wieder auf den Weg zurück. Jetzt brauchen wir aber natürlich trotzdem noch die Sachen hier, die fehlen immer noch, wenn man hier guckt. Ja, brauchen wir ein bisschen Geduld. Jetzt, ich habe gesagt, wir machen die IC-Strecke, das werden wir heute auch noch angehen, so viel sei versprochen. Was wir jetzt aber auch noch schnell machen ist, wenn wir jetzt hier schon so einen Bahnhof haben, wir wollen die Waren auch noch in die Welt hinaustragen, denn Langenberg wird nicht die einzige Stadt sein, die hier davon profitiert, sondern auch Heisenberg City und hier oben Gorsdorf und bis runter nach Norddeich sollen die. Das werden wir aber nicht jetzt machen, sondern was wir jetzt machen, ich würde sagen, wir gehen mal damit nach Weißwasser, denn Weißwasser hat mit Sicherheit auch noch keine Waren. Nein, woher auch? Okay, können wir zumachen. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir von hier oben? Von hier am einfachsten hier runter. Man könnte das natürlich mit LKWs lösen. Das wäre wahrscheinlich die wirtschaftlichste Variante. Aber guck mal, wir haben hier so einen riesigen Bahnhof. Ich möchte hier auch noch ein paar Züge haben. Wenn wir hier mal gucken, Linien, jawohl, wir haben mehr als genug Platz. Wir hätten hier Platz. Das ist zum Beispiel gerade eine Idee. Von hier rüber in dieses Gleis. Das würde bedeuten, wir würden dann hier oben in den Bahnhof reinkommen, wenn wir hier mal gucken. Aha, hier ist natürlich alles belegt. Okay, das ist schon mal Käse. Wenn wir hier durch wollen, durch diesen Bahnhof, wir hätten hier noch zwei Gleise. Und diese beiden Gleise, die führen uns nicht hier runter. Das heißt, von der Seite her schwierig. Was wir machen könnten, ist auf der Seite natürlich durch. Und hier zum Beispiel einen Tunnel machen oder eine Brücke. Und hier unten zum Beispiel hier wieder rauskommen. Das wäre eine Möglichkeit. Oder was wir auch noch könnten, wäre hier runter und dann irgendwie, ja, hier irgendwie durch die Stadt durch. Da müssen wir natürlich ein paar Häuser opfern. Dann wären wir hier, dann könnten wir hier einen Bogen reinmachen. Das würde eigentlich wahrscheinlich funktionieren. Das Gleis hier ist auch frei, sehe ich das richtig? Nein, das sehe ich komplett falsch, das ist genau belegt. Okay, gibt es ja gar nicht. Genau die beiden äußeren. Okay, man könnte aber, das ist hier aber schon zweigleisig, jawohl. Einfach hier unten nicht. Ja, das ist natürlich blöd. Wir müssen in eines von diesen Gleisen rein. Und das sind genau diese mittleren. Aha, die haben wir hier aber noch gar nicht angeschlossen. Das heißt, das würde schon gehen. Wenn wir die sozusagen mit Weichen versehen oder hier nochmal abreißen, das haben wir ja gemacht wegen der Brücke, dann könnten wir hier schon runter. Dass wir hier mit dem Tunnel rauskämen. Hier oben rein, hier unten raus. Ich fände so ein Tunnel eh noch relativ nett. Macht denn das Sinn, wenn wir hier rauskommen, dann, ja, wie müssen wir dann wieder, ach du Grüne, wir müssen einen Bogen machen. Wir müssen hier rüber und hier so reinkommen. Dann kämen wir hier je nachdem wieder raus mit viel Glück. Das ist dann noch die Frage, ob wir genau hier rauskommen. Das wäre relativ anspruchsvoll. Das würde mir aber gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir versuchen das mal. Wir können ja mal, bevor wir da oben was machen, werden wir hier mal so eine Art Test machen. Wenn wir jetzt hier daherkommen, wir kommen, ja, dann können wir hier eigentlich ins Tunnel rein, damit wir diese Gleise nicht mehr überbrücken müssen. Die Frage ist, ob wir hier in den Tunnel reinkommen. Wie machen wir das denn? Also hier runterkommen, das wäre schon mal klar. Das würde dann hier irgendwie rausgehen. Hier oben rüber, das wäre auch soweit klar. Dann würde ich sagen, hier noch rüber, das wäre auch klar. Und dann hier, ja, hier in den Tunnel rein, wird genau nicht funktionieren wahrscheinlich. Oder sehe ich das falsch? Ja, das könnte sogar klappen. Ja, okay, da kommen wir in den Tunnel rein. Dann würde ich sagen, dann bauen wir das. Was ist am ehesten ein städtisches Tunnel? Zum Beispiel das hier. Das haben wir auch schon. Ich glaube, in Wien haben wir das. Warum nicht hier in Weißwasser auch noch? Das würde doch relativ gut hier hinpassen. Gut, wir gehen hier noch ein bisschen zurück, weil wir eine Kurve haben müssen. Ich möchte da die Straßen noch nicht wirklich berühren sozusagen. Ja, wir machen das mal. Jetzt müssen wir gucken, wenn wir jetzt hier runter gehen. Hier unten durch haben wir gesagt. Mit einem Bogen hier hin. Und dass wir da rauskommen. Ja, das kann ja lustig werden. Wir können hier schon mal in die Höhe. Dann kämen wir hier raus. Da wären wir zu nah am Gleis. Das ist aber ein gutes Zeichen. Bis hierhin wird es mal klappen. So, kaufen. Und jetzt hier eine Kurve und hier raus. Schaffen wir das, wenn wir hier raufgehen? Nee, schaffen wir irgendwie. Moment. Hier mal Control drücken. Nee, schaffen wir nicht. Da haben wir zu wenig Unterschiede. Okay, das müssen wir nochmal machen. Das Problem ist, wir können hier nicht höher, so wie es aussieht, weil hier die Gleise sind.
Ja, wir reißen das nochmal ab. Das ist halt eben einmal mehr einfach ein Test, wie wir das am besten hinkriegen. Eben, Transportfieber ist halt ein Test. Immer wieder, wenn man da spielt. Okay, hier haben wir die maximale Steigung. Das funktioniert also so nicht. Wenn wir hier noch ein bisschen mehr Weg geben. Ja, nochmal probieren. Aha, Moment. Das ist zu früh. So müsste es irgendwie gehen. Jawohl. Gut, dann kommen wir hier unten raus. Das ist aber auch okay. Noch schöner wäre natürlich weiter oben. Mal schauen. Geht nicht. Okay, wir müssen weiter runter. Oh, sehr schön. Da kommen wir hier oben raus. Ja, das gefällt mir sehr gut. Ich würde mal sagen, das ist gebonkt. Das wäre eigentlich genau die Grundidee des Ganzen. Vielleicht noch ein bisschen näher hier ran. Dann gehen wir weiter zurück. Das wollen wir nicht. Dann machen wir das so und reißen das hier nochmal kurz ab. Diesen kurzen Bereich. Das muss ich jetzt dran lassen, sonst hätte ich das Tunnel nicht anders bewegen können. So, wenn sich jetzt jemand fragt, warum macht er jetzt eine Weiche? Weil er das abschneiden möchte hier. Sonst müssen wir das ganze Tunnel wieder abreißen. So, diesen Bereich weg. Und dann hier irgendwie ins Gleis rein. Hier oben. Jetzt müssen wir mal nochmal gucken, welches Gleis ist unseres. Irgendwie eins von diesen hier. Das werden wir, bevor wir es bauen, nochmal schnell kontrollieren, damit wir wirklich das Richtige erwischen. Zum Beispiel das hier. Das könnten wir nutzen. Das wäre dann hier, hier, hier lang. Da müssten wir doch das durch. Wobei, da hätten wir eine Weiche. Können wir hier vielleicht eine Kreuzweiche machen? Nein. Hier können wir eine machen. Hier haben wir schon eine. Da müssen wir keine mehr machen. Das ist blöd. Da ist der Winkel zu spitz sozusagen. Deswegen können wir hier keine Kreuzweiche machen. Wie kommen wir denn am besten da rein? Wir gehen direkt rein, würde ich sagen. Also wir schnappen uns das hier und gehen direkt in dieses Gleis. Dann stören wir hier, glaube ich, niemanden mehr. Zumindest im Moment nicht. Hier fährt keiner durch. Und das ist ja immer noch Bahnhofsbereich. Das ist okay so. Das kann man, glaube ich, so lassen. Und dann kommen wir ins richtige Gleis. Stimmt denn das? Ich baue es mal. Das müsste eigentlich das richtige Gleis sein. Das hier, hier lang, hier rüber und da rein. Jawohl, das ist das richtige Gleis. Gut, jetzt haben wir aber die Strecke natürlich noch nicht fertig. Wir haben mal eingleisig die Einfahrt hier. Da machen wir dann ganz klar noch ein bisschen Terraforming. Jetzt müssen wir hier vorne noch schnell gucken. Aber das werden wir auch schaffen. Zweigleisig werden wir dann, sobald wir können. So, nehmen das mal mit. Und jetzt hier, warum nicht in ein bestehendes Gleis rein? Wobei, wir gucken mal hier oben, wie das aussieht. Wir haben beide Linien hier belegt, also beide Gleise. Das heißt, wir bräuchten hier Nummer 3 und 4, die wir mitnehmen und müssten dann in Weichen reingehen. So, machen wir mal so. Ob wir dann das Gleis nehmen, gucken wir. Wir können hier diesen Bereich auch einfach eingleisig machen. Kommen wir hier rüber. Ja, da kämen wir rein. Müssen wir aber gar nicht. Wir wollen, wenn, dann ja in dieses Gleis rein. Frickel, frickel, bastel, bastel. Wir machen es mal so. Okay, dann ist dieser Bereich hier eingleisig. Das machen wir so. Lieber Zug, was machst du? Beschleunigen oder bremsen? Oh, guck mal, da kommt ein Kunststoffzug daher. Das erste Mal mit Ladung. Mit diesem neuen Wagen. So, liebes Spiel, einfach zeigen. Nicht wieder laggen. Ja, hier, genau, mit diesem Wagen hier. Sehr schön. Der hat nicht viel dabei, deswegen sieht man da nicht viel mehr. 13 von 240. Ich hoffe mal, das kommt hier noch in die Gänge. Das kommt aber eben genau dann in die Gänge, wenn wir hier auch mehr Güter, also Waren, abholen. So, wir sind stehen geblieben hier unten. Wir möchten gerne in dieses Gleis rein. Wunderbar. Wo haben wir eigentlich die Weiche? Aha, das haben wir hier so gelöst. Stimmt, mit dieser breiten Weiche. Dann machen wir hier mal nochmal eine, damit wir in unser Gleis reinfinden nachher. Und warum nicht gleich in die Gegenrichtung auch noch eins? Also wenn es denn klappt. Das wäre natürlich die Grundvoraussetzung. Jawohl, klappt. Moment. Zack. Und das Signal haben wir immer noch da unten. Das ist okay. Gut, hier machen wir keins. Und das Gleis, das lassen wir mal offen. Da wissen wir noch nicht, was wir damit wollen. Gut, hätten wir. Jetzt hier unten müssen wir natürlich noch ins Gleis rein. Machen wir auch gleich und dann das Ganze noch zweigleisig machen. Jetzt weiß ich aber natürlich nicht, welches Gleis wir hier haben. Ich würde sagen, wir machen mal diesen Bereich zweigleisig und bauen dann dort die Weiche. Das ist wesentlich einfacher.
Und das machen wir jetzt davon abhängig, was funktioniert. Also kommen wir hier. Da haben wir schon eine Fehlermeldung, weil irgendwas im Weg ist. Ja, die Straße. Wenn wir außen lang gehen, dann geht's. Dann gehen wir mal außen lang, probeweise. Und wären dann hier unten. Das geht so nicht. Moment. Das ist irgendwie ein zu weiter Weg. Wie machen wir das am besten? Ja, wir gehen einfach mal außen lang und gucken, ob es geht. So, müssen wir es halt wieder abreißen zur Not. Ich hoffe mal nicht, aber man weiß ja nie. So, jetzt einmal rumziehen. Ah, jetzt sehe ich hier wieder nicht mehr wirklich alles ideal. So, hier raus. Und das klappt tatsächlich wunderbar. Und jetzt gucken wir mal, machen wir hier eine Weiche in dieses Gleis rein oder ziehen wir das noch mit? Wir könnten hier natürlich auch hier rein. Da muss der Zug da vorne immer nochmal wechseln können. Das kann er. Da haben wir eine X-Weiche. Gut, gekauft. Zack. Und jetzt wissen wir auch, wo wir oben die Weiche machen müssen. Beziehungsweise hier vorne. Moment. Nämlich hier mitnehmen. Hier rüber. Das funktioniert sogar prächtig. Und das heißt dann im Umkehrschluss, wir nehmen dieses Gleis mit und gehen hier ins linke. So, hier rein. Mal gucken, ob das hinhaut. So nicht. Schade, müssen wir ein bisschen weiter raufnehmen. Mal gucken, ja, hier geht's. Ja, wenn ich es richtig erwische, Moment. Jetzt geht's, okay. Macht das Sinn so? Ja, dann haben wir hier ein richtig schönes Kreuz. Gut, mitnehmen. Beziehungsweise kaufen. Mitgenommen haben wir schon. Hier runter. Aus der anderen Richtung kommend. Moment. So, hier rein. Jawohl, passt. Schon einfach schön, was man nicht alles machen kann bei Transportfieber. Wunderbar. Man braucht einfach eine Idee. Und im Prinzip, in der Regel geht's. Also was man sich auch vornimmt, irgendwie geht's. Man muss je nachdem einfach ein bisschen üben, basteln, so wie jetzt bei diesem Tunnel, um das Ganze hinzukriegen, aber es geht. Und das ist ja das Grundlegende. So, Signal haben wir hier. Da oben beim Bahnhof haben wir gesagt, machen wir keines. Dann gibt es hier ein Gegensignal, hier vorne. Ja, der Abstand ist okay. Hier machen wir den Klassiker. So, einmal hier, einmal hier. Und ein bisschen weiter vorne haben wir dann das Tunnel. So, machen wir hier eins hin. Ja, muss ich wieder den Winkel ändern, damit das funktioniert. Nämlich so. Und einmal gegenüberliegend. Das ist nicht gegenüberliegend. Das ist gegenüberliegend. Einmal Block. Und ja, da können wir hier weiter vorne nochmal einen machen. Gibt wahrscheinlich angenehmeres, als in einem Tunnel drin stehen zu bleiben. Aber ja, damit müssen sie jetzt hier halt leben. Das ist ja doch ein relativ elendlanges Tunnel. Das könnte man je nachdem dann bald schon für eine U-Bahn mit benutzen. Mal gucken. So, zu dem Thema kommen wir dann auch noch. Aber erstmal, liebe Leute, alles überirdische Regeln, würde ich sagen. So, hier lang. Von hier, von diesen Gleisen kommt noch niemand. Das heißt, da brauchen wir noch keine Signale. Die machen wir, wenn wir wissen, wer da wie daherkommt. Dann gibt es hier noch eins auf der Seite. Und dann haben wir das Ganze. Dann können wir die Linie einzeichnen. So, von hier. Mal gucken, was er uns da für ein Gleis angibt. Eigentlich kann es nur das eine sein. Nach hier oben. Moment, haben wir es? Jo, der macht genau das, was er soll. Sehr schön. Wird er hier unten zweigleisig? Jawohl. Nehmen wir das weg. Und das wäre dann Warenweißwasser. So, dann können wir gleich nochmal einen Zug kaufen. Warenweißwasser. LKWs haben wir da ja, die dann die Sachen in die Stadt transportieren werden. Ich kontrolliere das Ganze nochmal schnell. Hier oben. Da bräuchten wir hier eigentlich auch nochmal ein Signal. So, okay. Wie nah ist das am anderen dran? Ja, das nehmen wir wieder weg. Das ist mir zu heiß. Voilà. Jetzt habe ich es. Jetzt müssen wir aber nochmal gucken, wenn das das einzige Signal ist. Ja, ist es. Okay, dann ist es doch nicht ideal. Sonst haben wir hier, je nachdem, dann relativ schnell einen Stau. Vielleicht ein bisschen zurückversetzt das Ganze. Wir haben, wie gesagt, auf der Seite gar kein Signal. Dann können wir das Ganze auch irgendwie hier ins Tunnel reinhängen. So, gut, dann haben wir wieder den Abstand vernünftig. Wenn wir hier gucken, das ist zweigleisig, das passt. Was macht er hier unten? Hier kommt er aus dem Tunnel raus.
geht sogar zweigleisig in den Bahnhof rein und hier vorne in sein Gleis. Genau wie sich das gehört. Die LKWs kontrollieren wir dann nochmal schnell, aber ich glaube, wir haben hier welche für beide Bereiche. LKW Wasserross, was ist das denn? Was habe ich denn da geschrieben? Baumaterial, Weißwasser. Ach, hier haben wir die alte Konstruktion sozusagen. Oder die alte Benennung. Okay, da müssen wir dann nochmal schnell schauen. Baumaterial, Weißwasser, das ist ein Zug. Haben wir hier an LKWs echt nur, was auch immer Ross oder Ross heißen soll? Wahrscheinlich sind das die Lebensmittel, sehe ich das richtig? Was sonst? Hier haben wir auch noch Werkzeug. Was transportiert ihr denn? Du transportierst Lebensmittel. Wo muss denn das Werkzeug hin? Jetzt Fragen über Fragen. Weißwasser. Werkzeug muss auch zum Einkauf. Also genau dahin, wo die Nahrung auch muss. Und die Waren auch. Okay, dann können wir die Linie eigentlich einfach umbenennen. Wenn wir wissen, wo sie hingeht. Wo haben wir das Ross? Hier. Wisst ihr, warum das wahrscheinlich so heißt? Weil hier früher wahrscheinlich tatsächlich Kutschen verkehrt haben. Das war ja eine der ersten Städte, die wir hier gehabt haben. Deswegen, wahrscheinlich waren hier die Pferdekutschen unterwegs. Deswegen heißt das Ross. Werden wir jetzt aber gleich mal umbenennen. Wo gehen wir denn hin? Zur Breslauer Straße. Und die liegt in welchem Bereich? Ne, nicht Höhenlinien. Das hier. Ja, durchaus decken wir hier. Ja, ja, da decken wir den blauen Bereich ab. Okay, dann werden wir das hier umbenennen. Nämlich zu Weiß, Lebensmittel, Wasser, Ross. Wir machen das mal so. Nicht Lebensmittel, sondern Weißwasser. Dann haben wir es gleich wie bei den anderen. LKW und dann eben Geschäft oder Geschäfte. So, stimmt das? Müllwasser, LKW, Geschäfte. Okay, dann können wir mal gucken, ob wir die Linie noch verstärken mit weiteren Lastwagen. Für den Moment lassen wir es mal. Jetzt kaufen wir erstmal die Züge, die hier verkehren. Hier unten, dieses Depot führt uns nicht zwingend hier rein. Sagen wir es mal so. Dann gucken wir mal, haben wir hier oben ein Depot? Ja, dieses hier, frisch installiert, sehr schön. Das können wir natürlich gut nutzen. Wir müssen ja auch auf das Gleis dort. Das dürfen jetzt mal Lokomotiven sein, die nicht 160 machen, würde ich vorschlagen. Die dürfen 140 machen, dann können wir auch mal wieder eine andere nehmen. 100, 120, ich habe eigentlich 140 gemeint. 150 ist auch okay. Oder sollen wir 120 machen? Das reicht eigentlich auch. Wisst ihr was, wir nehmen mal diese BR 141. Baujahr 1968, da kenne ich noch jemand, der das gleiche Baujahr hat. So, für den Personenverkehr, oh, Nahverkehr. Ja, okay, da steht halt wieder nichts von wegen Güterzug. Ach, wir nehmen sie nicht. Okay. Auch wenn mir das Baujahr sehr gut gefällt. Wie schnell bist du? 100, das ist mir zu langsam. Ne, die passt auch nicht. Was haben wir hier denn noch Schönes? 120 hätten wir hier auch. Eine BR 141. Einheitslokomotive für den Personenverkehr. Okay. 110, das ist mir zu langsam. 120 ist Minimum. Einheitslok für den Güterverkehr, okay. Der Deutschen Bundesbahn. Nehmen wir doch die, da steht EFET Cargo drauf. Die macht halt auch noch 110. Ah. Die macht 140, okay, die gehört aber wahrscheinlich. Nee, da ist wieder. Für den Schnellzugverkehr. Ah, wenn ich mal was gefunden habe, ist es zu lahm. 100. Oh, come on. Irgendwo wird's. Jetzt sind wir wieder bei denen. Wir gehen mal an denen vorbei, die sind sowieso zu schnell. Was haben wir denn hier unten noch Schönes? Ja, den Butler, der ist aber zu langsam. Hier hätten wir eine 140, die haben wir aber, glaube ich, auch schon mal verwendet. Die hier haben wir alle auch schon genommen. Die machen aber auch alle 160. Die haben wir noch nicht, die macht 140. Die BR 145, rein Cargo. Wir nehmen die mal. Dann Güterwagen. Irgendwelche Wagen, die, ja, mit... Oh, da könnten wir, Moment, da nehmen wir doch gleich nochmal. Ne, die gehen nicht, aber hier oben diese... Die hätte ich gerne nochmal. Die nehmen Waren mit und machen 100. Ah, was machen die? Auch 100. Was machen die? Können die Waren? Die können. Und die machen 160. Wisst ihr was? Wir nehmen die nochmal. Dann verkehren hier zweimal im Prinzip dann die gleichen Züge von der Optik her. Also Wagen, nicht Züge. Die Lokomotiven sind ja anders. Machen wir das aber wieder so, wie das sein soll.
nämlich die Front, dann den hier, Waren, dann den hier, dann gibt das keinen langen Zug, weil der hat ja Fettkapazitäten, das sieht man mit diesen 30 Einheiten. Wo waren die Waren? Hier oben habe ich jetzt bei allen Waren genommen, ich werde es gleich nochmal kontrollieren. Waren, das ist der Schlusswagen, okay. Ja, fünfmal. Ist dann tatsächlich eher eine kurze Geschichte. Aber warum nicht mal einen kürzeren Zug machen? Weil das sind 30, 60, 90, 150 Einheiten Waren. So viel werden die gar nicht transportieren. Gut, Züge machen wir mal zwei. Das muss reichen. Linie zuweisen, das wäre dann Waren Weißwasser. Da hatten wir es gerade. Momento. Hier, Waren Weißwasser. Oh, Weg kann nicht gefunden werden. Haben wir irgendwas unbestromt? Oh, aber nicht den Bahnhof. Oh nein, dann haben wir... Ne, den haben wir doch gerade letztens haben wir den abgerissen unfreiwillig und Strom hingesetzt. Wo haben wir denn hier keinen Strom? Aha, eigentlich überall, außer im Bahnhof. Gut, dann werden wir das noch schnell ändern, wenn es denn geht. Ich hoffe es mal. So, hier, hier und hier. Ich mache mal ganz kurz Pause. So, dann geht es ein bisschen einfacher, hoffe ich. Hier rüber, dann hier die Weiche noch kurz. Den Bereich machen wir auch noch mit Strom. So, und hier die X-Weiche. Einmal diesen und einmal jenen. Zack, und jetzt müsste es eigentlich funktionieren, würde ich vor. Würde ich vorschlagen, genau. Ich schlage vor, dass es funktioniert. Das ist ein guter Vorschlag. Nein, ich würde annehmen, dass es funktioniert. Linie zuweisen. Waren Weißwasser und schon funktioniert es nämlich. So, und dann fahren wir natürlich auch noch mit. Hart weg und schön gucken. Im Moment noch leer, aber das sollte sich eigentlich relativ schnell ändern, denke ich mir mal, dass wir hier tatsächlich warm bekommen. Wenn wir hier mitgefahren sind, kontrollieren wir nochmal schnell, wie das hier hinten aussieht. Ja, und dann werden wir uns die IC-Strecke mal zu Gemüte führen, beziehungsweise mal gucken, wo wir die langziehen und was wir da noch an Gleisen haben, die wir bauen müssen. Wahrscheinlich nicht mehr allzu viel, aber ein Teil mit Sicherheit. Gewisse Verbindungsstücke fehlen da mit Sicherheit noch. Ich habe halt schon eine gewisse Idee, wo wir lang wollen. Das werden wir uns aber gleich gemeinsam noch kurz ansehen. Jetzt erstmal ab Richtung Weißwasser. Ist dann ein relativ langes Tunnel, ist ganz klar. Dafür, ja, fahren wir jetzt mal noch so links versetzt an Weißwasser vorbei. Diese Perspektive hatten wir natürlich noch nie, da diese Gleise neu sind. Mal sehen, wie es stautechnisch aussieht. Ja, da kommt schon einer entgegen. Der Baumaterialzug. Hat er aber schon ein, zwei Wagen mehr hinten drauf. Okay, dann geht es hier rüber. Cool, gefällt mir diese Kreuzung. Wunderbar. Mit schönem Blick auf die Dortmunder Kirche und auf die Skyline von Weißwasser. Sehr schön. Und jetzt einmal, im Prinzip fast schon, ja, du hast Städtchen durch, ist übertrieben gesagt, aber zumindest dran vorbei. Wir haben da ja eh schon den Bahnhof mittendrin. Da konnten wir jetzt mit den Gleisen nicht auch noch da runter gehen. Aber cool, gefällt mir. Die werden hier ja mit Sicherheit eh auch noch bauen. Jetzt hier mit diesem schönen Portal ins Tunnel rein. Und jetzt zurücklehnen und die Tunnelfahrt genießen. Die dauert jetzt 3 Tage. Das ist halt schon, ja eben, einmal unter der ganzen Stadt durch, beziehungsweise unter dem Gleisfeld vom Bahnhof. Und dann das Ganze noch so kurvig gebaut, dass wir eben wirklich wieder so rauskommen, dass wir da auch vernünftig weiterbauen können. So, ich weiß auch nicht, war das gerade wieder ein Autosave oder ein Lag? Keine Ahnung. So, hier sind wir noch gerade, genau. Und jetzt geht es aber aufwärts und mit einer ordentlichen Rechtskurve machen wir so eine Art Spitzkehre. So, wie eine Autobahnausfahrt eigentlich das Ganze konzipiert. Da sehe ich, glaube ich, schon Sonnenstrahl. Guck mal, da gibt es schon Schattenwurf. Das ist ja cool. Und herrlich, wie wir quietschen und dröhnen. Und da ist die Mauer, das heißt, wir kommen hier raus. Jawohl, und hier ist der Bahnhof. Nett, finde ich eine relativ coole Lösung. Besser wie mit den LKWs. Einfach weil wir hier eben auch die Gleise tatsächlich noch ein bisschen voll bekommen sollten. Da fährt gerade ein Kollege rein, der unser Gleis benutzt. Oder benutzt das nicht, dann müssen wir nochmal schnell gucken.
wie sich das hier gebahrt mit der Linie. Ah, doch, doch. Der fährt... Ach, wir benutzen das gleiche Gleis. Okay, das ist natürlich nicht die Idee des Ganzen. Das werden wir nochmal schnell ändern. Das war vorher eigentlich anders. Okay, wir müssen nicht hier rein, sondern hier rein. Das heißt, wir machen ganz kurz Pause. Wir machen ganz kurz einen Wegpunkt. So, das wäre dann hier. Das müsste ja eigentlich auch klappen. Das würde dann heißen, vor Weißwasser. Wollen wir mit der Linie hier lang. Und schon wechseln wir rüber. Ich weiß jetzt nicht, hat er das schon drin? Hier vorne? Ah, zumindest steht er noch. Das müsste jetzt aber eigentlich klappen. Da haben wir keine Überschneidung. Warum funktioniert das nicht? Wir haben hier eigentlich genug Platz. Wenn ich dich drehe und wieder drehe. Aha, er hat es noch nicht eingelesen gehabt, dass wir das geändert haben. Jetzt funktioniert es. Gut. Steigen wir nochmal schnell ein und fahren wir nochmal in den Weißwassergüterbahnhof. Machen wir auch nicht allzu oft. Jetzt haben wir hier nämlich doch einen ein oder anderen Zug. Das ist bestens. Kommen noch weitere dazu, ganz klar. Aber jetzt haben wir fürs Erste die Güter dann mal wieder hinter uns gelassen, würde ich vorschlagen. Wir kommen zum IC, gucken aber, wie gesagt, nochmal ganz schnell da oben, ob das jetzt halbwegs funktioniert mit Stahl und Co. Gut, der hat seine Arbeit aufgenommen. Ja, guck mal, da haben wir Waren am Bahnhof, das funktioniert. Jetzt muss man das Ganze wahrscheinlich... Ja, Waren weiß was, das ist sogar unsere Linie. Jetzt muss man das Ganze wahrscheinlich einfach noch optimieren dahingehend. Da haben wir auch Waren. Dass wir eben hier mehr herstellen können. Er braucht zum Beispiel mehr Stahl. Ja, er braucht wahrscheinlich von allem ein bisschen mehr, aber das wird jetzt nach und nach sowieso geliefert werden, wenn hier Nachfrage besteht. Und ja, mit den Brettern sieht das genau gleich aus. Die Flugzeuge werden das auch bewältigen können. Das, oder ja, die kriegen auch mehr Bretter. Das wird auch passen. Okay, wir gehen mal nach Good Old Bielefeld. Da waren wir schon Ewigkeiten nicht mehr. Denn ich möchte, auch wenn jetzt wieder welche sagen, Bielefeld gibt es gar nicht. Bei uns gibt es Bielefeld. So, wir haben hier so einen schönen Bahnhof. Guck mal, wie der integriert ist. Hier im Städtchen drin. Dann noch hier mit der Kirche. Und wir haben hier, ich glaube, eine Linie. Also deswegen werden wir jetzt hier, ja, diesen Bahnhof als Startbahnhof machen für unsere IC-Linie. Ich guck mal. Ja, da sieht man es. Genau, eine einzige Linie. Gut, also wir starten in Bielefeld. Und gehen dann, ich würde vorschlagen, wir machen jetzt nicht irgendwie einen Zug, der in jede Stadt reinfährt. Dann sind wir, sonst sind wir, keine Ahnung, 100 Folgen dran. Das können wir noch machen, aber nicht jetzt. Wir sind ja noch wirklich beileibe noch nicht fertig mit allem, was wir tun sollten oder möchten. Wir könnten natürlich nach Wien. Das Problem ist einfach, da fährt schon ein Zug nach Wien und jetzt hier vorne in dieses Gedöns rein. Da wird der IC dann einfach viel zu lange stehen. So, jetzt hat es geladen. Wenn man hier guckt, ja im Moment geht es gerade, aber wir haben hier ein Kreuz, das ist doch relativ gut befahren. Sieht man hier, der wartet, das müsste eh der sein aus Bielefeld. Ja, Interregio Bielefeld Wien Deetz. Das heißt, wir gehen an Wien vorbei. Dann müssen wir mal gucken, was wäre von Bielefeld aus die nächste Stadt, die wir anlaufen. Wenn wir gesagt haben, Richtung Fluss da unten, dann wäre das eigentlich irgendwo hier in diesem Bereich runterkommen. Nach Hamburg möchte ich nach Hamburg? Ja, irgendwie, der würde schon auch nach Hamburg passen, der IC. Ich würde mal sagen, ja, nach Hamburg wollen wir. Also machen wir eine Strecke von Bielefeld nach Hamburg. Haben wir eigentlich, glaube ich, schon. Wir müssen mal gucken. Wenn wir dieses Gleis nutzen und hier rüber gehen, kommen wir in den Bahnhof rein. Das wollen wir nicht. Wir wollen am Städtchen vorbei. Wir müssten irgendwo in diese Gleise reinkommen. Da haben wir doch hier eigentlich eh schon Gleis. Das geht nach da hinten. Ja, dann ist relativ klar, was wir machen. Okay, wir nehmen hier die schnellen Gleise. Wir nehmen mal... Ich würde mal sagen, wir gönnen uns hier ein eigenes Gleis in dem Sinn, dass wir das hier benutzen. Also sprich nicht, wo der andere Zug schon verkehrt. Hier wäre natürlich noch ein Gleis frei. Machen das aber anders. Jetzt muss ich hier aber nochmal kurz abreißen. Ich komme sonst nicht in dieses Gleis rein. Nee, das kann irgendwie auch nicht funktionieren. Aha, das funktioniert aber. Gut, dann machen wir es so. Moment, bis hierhin.
angelegt. Dich nehmen wir nachher natürlich auch mit. Oh, geht nicht. Moment. Machen wir kleinere Abschnitte, dann geht's auch. So, hier nach vorne. Und eigentlich die Kurve, glaube ich, auch mitmachen. Muss mal gucken. Ja, aber dann irgendwie hier gerade rüber. Oder sollen wir erst hier unten rüber? Ne, dann haben wir es hier viergleisig durch die ganze Gegend durch. Das möchte ich nicht. Dann hätten wir eben auch diese beiden Gleise verwenden können. Wir gehen hier mal in die Gerade. Und gehen dann aber geradeaus. So, hier nochmal anlegen. Jetzt mal gucken, die Ausrichtung. Das müsste eigentlich passen, dass wir da reinkommen. Ich kann es ja mal testweise bis nachher hinten ziehen. Also das wäre dann mal plus minus so. Ja, das passt sogar perfekt. Machen wir. Jetzt holen wir uns das zweite Gleis, damit wir da auch entsprechend richtig in die anderen Gleise reingehen können. Dann ist hier das Gleisfeld vor dem Bahnhof auch viergleisig. Das ist natürlich auch schön. Und wir müssen dann dringend gucken, dass wir hier noch weitere Züge hinkriegen. Das ist eine Schande. So ein schöner Bahnhof. Und dann verkehrt da eigene Linie. Künftig verkehren zwei, aber das ist immer noch zu wenig. So. Mitnehmen. Das können wir, glaube ich, in einem Zug hier rauf schlurzen. Jawohl. Dann hier noch vervollständigen und dann da hinten reingehen. Jetzt wissen wir auch, mit welchem Gleis. Das hier ist das linke. Machen wir mal kurz Pause, damit wir hier in Ruhe in die Richtung kommen. So, hier ins linke rein. Moment. Na, müssen wir das tatsächlich weiter vorne machen? Das möchte so nicht klappen, sonst müssen wir halt einfach... Ne, das ist mir zu weit weg. Müssen wir anders machen. Wir gehen hier raus. So, dann funktioniert es nämlich. Wenn wir jetzt hier reingehen, jetzt müssen wir aber noch gucken. Oh, Steigung zu groß. Sind wir zu weit oben? Wir sind offensichtlich zu weit oben. Machen wir das mal anders. Oh, gleich ein Tunnel? Ne, das dann doch nicht. Mal gucken, ob das funktioniert. Ja, also die Höhe müsste ungefähr stimmen. Dann sollten wir hier auch reinkommen. Das kommen wir auch. Gut, dann haben wir das hier so. Ja, passt. Gut, kaufen wir. Dann müssen wir da auch mit dem zweiten Gleis auch rauskommen. Werden wir gleich mal schnell gucken, ob das funktioniert. Ja, funktioniert bestens. Okay, nehmen wir mit. Falsch gedreht. Wo wollen wir hin? Nach da hinten. Mitnehmen. Und dranhängen. Hier unten, ja, stimmt, ist zweigleisig, beziehungsweise zusammen. Ich dachte, je nachdem macht es einen Bogen, wenn ich das so breit gefächert langziehe. Dann sind wir hier und dann gehen wir hier irgendwie, keine Ahnung, unter der Brücke durch, da rein. Das wäre so meine Idee und das werden wir in der nächsten Folge machen und dann gucken wir, wo wir sonst noch lang gehen. Ich denke, die Reise, die endet ganz klar in Norddeich. Das habe ich ja mal angesprochen, stand auch schon in den Kommentaren. War in der Realität ja zumindest früher auch so, dass da der IC lang vor. Gut, liebe Freunde, danke fürs Zusehen. Sobald ich hier was finde, was sich bewegt, hier oben, sage ich Tschüss und ja, ich hoffe, hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seid morgen dann auch wieder mit dabei. Bis dann. So, kommst du? Ja, bis dann. Tschüss.